Oh, damn dude, what's poppin', yeah? Willkommen zu einem neuen FLOG. Was soll dieses laute Will? Ich fühle mich übertrieben räudig, Freunde. Ich habe gerade Nutella gefräsen. Ich weiß auch nicht, was gerade abgeht, Mann. Heute wird es einen Tag geben, der dagegen ankämpft, Freunde. Zwar werde ich heute mit dem Team viel laufen. Und uns ist wieder gestern so aufgefallen, wir waren gestern sehr viel laufen. Da haben wir 20.000 Schritte gemacht. Also das ist für uns viel, weil es gibt Leute da draußen, die laufen jeden Tag 20.000, 30.000 Schritte, so normal für die Arbeit. Aber Tim und ich, wir gehen halt diese Schritte bewusst, ne? Also wir gehen raus und sagen uns jetzt bewusst, ja komm, wir gehen jetzt eine Runde laufen. Das sind so unsere Kreativspaziergänge und wir haben einfach gemerkt, so von Zeit zu Zeit, auch irgendwas, was du gearbeitet hast, hast du 2 Videos gedreht, 3 Videos gedreht, dann gehst du einfach eine Runde laufen, refresh dein Gehirn, um einfach auf neue Gedanken zu kommen. Nehmen uns kurz Zeit, gehen wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde laufen und wir haben so viele Themen, über die wir labern. Und bevor der Tag jetzt gleich für mich losgeht, obwohl es eigentlich schon ziemlich spät ist, weil ich heute asozial verpennt habe, habe ich gerade nochmal 10 Minuten kurz meditiert. Ich habe mir die ganze Zeit gesagt, dass meine Gedanken heute positiv und gut sein werden. Der Typ ist komplett durch. Ich muss wieder öfter meditieren. Meditieren ist so eine nice Sache, ohne Witz. Wenn man noch nie meditiert hat, denkt man immer so, boah, das ist übelst der Bullshit, ne? Aber jetzt mal for real, ne? Wenn ich mir so eine Phase habe, wo ich regelmäßig meditiere, und ich bin jetzt wirklich nicht der beste Meditierer, ne? Ich meditiere vielleicht 15, 20 Minuten maximal. Es gab einmal, da habe ich vielleicht 40 Minuten meditiert, so. Das war ein richtiger Ausnahmezustand. Nach dieser Meditation geht es einem so anders, und wenn man das dauerhaft macht, man fühlt sich einfach besser, das ist no joke, ne? Also probiert es wirklich mal aus, Meditation ist was richtig Gutes. Ich habe mich kurz noch ready gemacht, habe mir heute ein All-Black-Outfit übergeschwungen. Ich habe mir hier mein Favorite-Mantel übergezogen, etwas straightere, engere Anzugshose, unten schwarzen Air Force One, schwarze Socken, schwarzes T-Shirt, meine Frise, mieser Bastard. Okay. Wir haben uns einen richtig geilen Tag dafür ausgesucht, dieses Video zu drehen, Freunde. Denn es regnet wie behindert. Komm mit mir mit, ich zeig euch mein... Oh mein Gott, Alter, welche Hose macht das? Mann, fragt mich das an. Warum könnt ihr die nicht spüren? Meine Fresse! Ich schwöre, das ist nicht das erste Mal, dass ich von unseren Mitarbeitern putzen muss. Ich finde es auch echt tatsächlich eine Unverschämtheit. Egal, wer es ist. Jo, es wird verstopft. Jedenfalls möchte ich an der Stelle sagen, auch generell an alle Leute, das ist eine richtige Lebensweisheit, und zwar, nachdem ihr auf der Toilette wart, einfach spülen. Das Wetter ist so wechselhaft, in 5 Minuten regnet es wieder und dann hört es wieder auf und dann kommt wieder die Übel runter und dann hört es wieder auf. Perfekte Wetterverhältnisse für dieses Video, das wir hier gerade angeplant haben. Ich bin auf jeden Fall unterwegs mit Tim. Da vorne ist auf jeden Fall Baustelle, sehe ich gerade. Wir unterhalten uns gleich über, definitiv bestimmt über Mitarbeiter. Ich habe eigentlich tatsächlich relativ günstig so eine Bauchtasche mir geholt. Ich wollte eigentlich die von Justin nehmen, aber die war zu klein. Und das ist jetzt meine neue Kameratasche. Ich habe vorhin eine Beschwerdemeldung. Da kann ich hier schön meine Kamera reintun. Auf easy und entspannt. Ich würde sagen, jetzt geht der Vlog weiter. Wir haben gerade den ersten Step von unserem Spaziergang absolviert. Ich bin mit Gabriel unterwegs. Wir haben uns gerade relativ viel über Bewerbungen unterhalten und das ist mega lustig gewesen, weil in dem Moment, wo wir uns über Bewerbungen unterhalten haben, kam tatsächlich eine Bewerberin auf uns zu, die uns noch gefragt hat, bevor sie zum Bewerbungsgespräch kommt, wo sie noch was essen kann. War ziemlich lustig. Also aktuell haben wir sehr viele Bewerbungen, sehr viele Leute kommen zu uns zum Vorstellungsgespräch, finden wir sehr cool. Lass mal über die ethische Komponente darüber sprechen. Die ethische Komponente von Bewerbungsgesprächen. Du hast quasi, wenn du so ein normales Interview machst mit jemandem, hast du so eine Chance von 56% zu 44%, dass dein Interview mit dem Bewerber ertragreich ist und du jemanden halt einstellst, den du genau brauchst für diesen Posten. Und jetzt halt die Sache, okay, wenn du beispielsweise einen Persönlichkeitstest und einen IQ-Test machst, also der, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, kannst du das bis auf 80-20 hoch boosten. Das heißt, mit 80%iger Wahrscheinlichkeit, dass derjenige wirklich das ist, was du brauchst. Okay, Freunde, wir werden jetzt auf jeden Fall weiterlaufen, werden uns die Kleinigkeit zum Essen holen. Und dann gibt es ein kleines Thema, das wir uns gestern schon überlegt haben, das wir relativ wichtig fanden und was vor allem gerade auf den Kanälen sehr intensiv stattfindet. So, Freunde, Mittagessen wird sich gegönnt auf gesunder Basis, zusammen mit Team G auch auf gesunder Basis. Es ist windig, es ist regnerisch, es ist scheiße, es ist trüb, niemand ist da. Ich gehe mir jetzt noch kurz ein Käffchen ziehen. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier vlogge, ne? Und hier würden jetzt 1000 Leute um mich rumlaufen. Und potenziell davon sind irgendwelche Abonnenten, dies, das. Dann würde ich mich dadurch abgelenkt fühlen. Ja, weißt du, was ich bei mir da feststelle oft? Ja. Wenn ich mit anderen Leuten bin, die ich kenne, dann performe ich besser. Wenn jetzt Peter, Spendi, Sascha und so noch dabei wären, dann wäre es dir ganz anderes, hättest du voll die Gruppendynamik. Wäre es dir egal. Dann wäre es mir egal, ja. Wenn du es aber ganz alleine wärst, würde ich das noch viel härter machen. Boah, ganz allein geht gar nicht, Digga. Ja, es ist voll komisch so. Digga, alleine zu vloggen, so komplett alleine, ist eine der
kanzerosesten Dinge überhaupt. Ich meine, eigentlich sollte man ja drauf kacken, was andere Leute von einem denken, ne? Eigentlich hätte aber du bist, so, hätte, ne? du hast so dieses... Eigentlich sollte man. Oh, was denken gerade die Leute um mich rum? Ich filme mich hier mit so einer Cam ab. Übel behindert. Meine Freunde, ich bin rückgekehrt vom ersten Durchlauf mit Tim Gabriel. Heute gerade mal 6000 Schritte am Start, ja. Wir werden auf jeden Fall gleich nochmal eine große Runde losgehen, sobald Tim bei der Physiotherapie fertig ist. Unser Luke ist auch wieder am Schneiden. Kleine Grüße gehen raus. Ach Freunde, es gibt eigentlich nichts Angenehmeres, als zu wissen, dass gegenüber von einem auch wirklich gearbeitet wird. K zum I. Das Büro wird langsam immer voller, muss ich sagen. So, Freunde, also wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich los. Nächste Runde Spaziergang ist da. Heute mit einem Ehrengast. Also ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht tatsächlich heute am Start bin, um irgendwas zu sagen. Du wirst in den Real Talk mit aufgenommen, du hast es so gerade richtig erkannt. Wir hatten als letztes Thema und Sascha, ich würde dich gerade mal ganz gerne damit reinnehmen. Sascha und ich hatten in letzter Zeit, sag ich mal, nicht ganz so viel Kontakt wie früher. Ich war ja mehr im Büro so, ne? Und jetzt, ich würde sagen, wir schneiden jetzt mal das Thema an, was wir gestern Abend im Büro durchgesprochen hatten. Es kann sein, dass in manchen Videos Leute mich anders wahrnehmen oder auch gerade Tim und mich anders wahrnehmen, weil wir so voll in unserem eigenen Kosmos gefangen sind. Oder was heißt gefangen sind? Wir leben halt in unserem eigenen Kosmos. Und Tim und ich reden übelst viel und übelst intensiv über verschiedene Themen. Und wenn wir dann so sagen, hey, das ist ein cooles Thema, lass es auf YouTube bringen, dann sind wir so tief in dieser Materie drin und haben schon so viel darüber nachgedacht, dass wir im Prinzip nur so diese letzten 20% von diesem Thema aufgreifen und so darüber unsere Meinung geben. Die Erwartung von unserer Seite ist so... Nicht die letzten 20% des Themas, sondern die letzten 20%, die uns gerade im Kopf beschäftigen. Soll jetzt nicht so klingen, als wären wir allwissend oder so. Da machen wir vielleicht auch wir so einen gewissen Fehler, dass wir einfach sagen, wir gehen davon aus, dass die Leute, die das Video gerade anschauen, sich so intensiv damit beschäftigt haben und genau das gleiche Denken über das Thema so an den Tag legen. Nico meinte ja gerade explizit, der ist irgendwo an seine Community quasi angeeckt, wo man sagen könnte, das sind ja die tausend Sachen, das sind ja so insgesamt die letzte komplette Jahr. Was sagt ihr über Uhren großartig? Ihr stellt ja Uhren vor und reagiert, also was ist reagiert? Zieht euch zum Beispiel jetzt eine Uhrensammlung rein, was ich vor kurzem gesehen habe. Das ist ja nichts, wo man anecken kann, außer halt eure Geschmäcker, die sich vielleicht jetzt nicht mit den Geschmäckern von den Zuschauern ergänzen, aber das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Das einfach so, soll einfach eine Erklärung für die Leute sein, glaub, dass vielleicht manche Themen... Schau mal, es gibt dann so die Hyperidealisten, die dann sagen, hey, hätte ich so eine Reichweite wie Nico, dann würde ich meine Zeit nicht damit verschwenden, ja, ich glaub, es gibt als so guter Mensch mich über Uhren und Materialismus ich glaube, es gibt grundsätzlich... Natürlich ist es schön und gut, wenn man sich mit dem YouTuber identifizieren kann, keine Frage, aber als Zuschauer muss man auch irgendwo seine eigene Meinung bilden und vielleicht auch einfach mal... keine Ahnung. Weil zuhören ist eine Sache, eine Meinung bilden dann auch, aber irgendwie nicht alles aufsaugen wie ein Schwamm. Zum Beispiel kann kein Mensch jetzt irgendwie sagen, dass du irgendwie abgehoben bist, wenn du halt über Uhren redest und die halt wissen, dass du, keine Ahnung, dir eine neue Uhr gekauft hast. So, da kann man sich eine Meinung bilden, aber das ist ja nichts, wo die kennen dich ja nicht. Ja, genau. Das ist ja einfach nur dieser Bildschirm. Genau, es aber ist natürlich, halt natürlich, keine Frage, dadurch, dass du... Es kann halt so rüberkommen, ne? Keine Frage. Dadurch, dass du vier Uhren hast, hast du wahrscheinlich zwei bis vier Uhren mehr als deine Zuschauer, die vielleicht auch gern hätten, ne? Also, was ich mal als grundsätzlicher Punkt mega wichtig finde, ist diese Greifbarkeit als YouTuber, ne? Ich finde das wichtig, dass man als YouTuber irgendwo sich so ein bisschen bewusst ist darüber, dass Leute vielleicht auch nicht einfach dieses Leben leben, das man selber gerade lebt und dass man da irgendwie auch ein paar andere Erfahrungen macht, aber auf der anderen Seite finde ich es trotzdem noch wichtig, dass man Dinge macht, auf die man selber Bock hat und sich nicht so, sag ich mal, verstellt, nur um das, einfach glaub, den Content zu bringen, der gut ankommt. Das größte Problem ist halt, ich glaube, das größte Problem ist auch ein bisschen menschlich, dadurch, dass auf dem Lifestyle-Kanal, keine Ahnung, 3-4 Videos die Woche hochgeladen werden, ja, ist halt nun mal ein sehr starker Output. Ich meine, es gibt Zuschauer von dir, die sehen nicht mal 3-4 Mal ihre besten Freunde in der Woche. Deswegen ja, ist, es, Bock, ja. ist es ein bisschen... schwierig auch, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Stell die Illusion auf, dass genau. du denkst, du kennst genau. den. Ja, ja, ja. So, meine Freunde, wir sind angelangt am Ende von diesem Video. Wir haben leider heute nur 13.500 Schritte geschafft. Wir haben auch echt viel zu spät angefangen, muss ich sagen. Wir müssen mal einen Tag machen, wo wir wirklich viele Schritte machen. So 30.000 oder so. Aber ihr seht schon, wenn wir so laufen gehen, da kommen einfach viele kreative Themen auf, viele Talks, die wir so machen. Also ohne Scheiß, jeder Spaziergang, den wir eigentlich machen, so ist eigentlich echt ein Real Talk so. Ihr könnt mir ja mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr auch Bock, mal hin und wieder einen Real Talk mit Sascha zu sehen, weil Sascha macht sich auch viele Gedanken über solche Dinge, das finde ich auch echt gut und so. In dem Sinne würde ich einfach sagen, ich hau in dieses Video rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.